Hallo Leute, willkommen zu WWE Supercard und ihr seht, Team RTG steht an. Das musste ich fast überlegen, 25 Sekunden habe ich noch Zeit. Ich möchte natürlich jetzt direkt beim Anfang mitmachen und schreibe hier nochmal englische Tastatur. Hey ho, dass jeder weiß, dass ich auch da bin und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich werde heute meine Spielchen machen, die ich halt heute noch schaffe. Morgen so viel wie es geht spielen. Und dann gucken wir mal. Wie war ja toll. Warten aufs Netzwerk. Ich habe es befürchtet, aber ich habe gedacht, schon WWE lang keine Videos mehr gemacht. Darum nimmst du dann das Team-Event natürlich mit. Ich bin gespannt vom Deck her. Also vom Gegner her, wie die 5-Punkte-Kämpfe laufen, aber jetzt am Anfang ist es ja noch easy. Aber ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Mit dem Teamdeck sind wir WrestleMania. Aber, ach guck mal, hier trainiert jemand schon mal. Ich könnte auch eigentlich noch meine untrainierten, ja das mache ich auch, Karten reintun. Mindestens mal für heute Abend, dass die trainiert waren. Und da ich ja nicht viel spiele, habe ich einige untrainierte Karten. So. Machen wir auch so. Ich habe jetzt PCC nicht mehr großartig weitergespielt, darum meine Belohnung habe ich schon eingefordert, war aber irgendwas. Keine Ahnung, irgendein Busy Trash. Und heute, ich war auch zu faul, jetzt zu später schon noch die Greenscreen aufzuhängen. Darum müsst ihr jetzt damit leben, dass mein Hintergrund, da links seht ihr Diablo und irgendein Typ aus der Loot Chest, hier ein Star Wars. Damit wollen wir uns nicht aufhalten, sondern hier weiterspielen. So. Ich meine, sobald man den ersten Kampf gemacht hat, dann läuft ja erst die Zeit, also dann läuft die Regenerierzeit. Darum den ersten Kampf, den muss man pünktlich starten. Und dann kann man sich ja Zeit lassen und nochmal das Deck anpassen. Dann verliert man nämlich keine Zeit, weil die Zeit ja schon runterläuft. So, ich bin. Andre, 7, 8 aus. Was geht denn mit dem? Ne, 6500 und auf 7000 war er, bevor er die Abzüge gekriegt hat. Ärgerlich, dass ich ihn mir nicht geholt habe, aber es ist nun mal so und auch ärgerlich bei der letzten Eventkarte. Aber, wenn man keine Zeit hat, hat man sie nicht. Und warten aufs Netzwerk, dafür haben wir doch immer Zeit. Machen wir doch gerne. Hält sich in Grenzen. Ich meine, man muss halt immer überlegen. Jetzt fängt jeder direkt an zu spielen. Nur nicht übertreiben, Spiel. Oh, ich habe die zweiten 5 Punkte gemacht. Vielleicht ziehen wir ja was. Weiter. Warte mal, hier bei Teams Deck bearbeiten, tauschen. So, passt keiner zusammen. Ja, machen wir doch Mama Henry voll und hieß Slater und hier tauschen wir einfach Page rein. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir nachher die wieder rausnehmen, weil ich weiß halt nicht, nicht, dass ich es morgen vergesse. So. So, mal schauen, ob wir jetzt hier ein bisschen schneller durchkommen oder ob er meint, wieder alle Nase lang zu hängen. Wir nehmen mal den Schnellmausklickfinger, Diven Tag Team, Doppel Nikki, nee, Nikki Pri, sehr schön.
So. Ich weiß jetzt, Anfang RTG ist natürlich ein bisschen lahm, aber ich habe schon gedacht, wenn du schon Bock auf Supercard hast und denkst, du spielst hier nochmal ein, zwei Stündchen, dann kannst du das auch im Video machen. Und auch wenn Anfang RTG immer lahm ist, aber das gehört halt dazu. Und wir gucken mal. Ich weiß nicht, wie es dann morgen aussieht, wann ich heimkomme, ob ich da nochmal Video oder eventuell Stream mache. Morgen ist Dienstag. Also wenn ihr das Video seht, ist ja schon Dienstag, aber dass ich quasi am Dienstagabend nochmal ein Ründchen streame, das kann passieren. Ich kann es aber nicht versprechen. Also wenn, wäre es auch nur ein Stündchen. Aber wir schauen mal. Ihr solltet auf Twitter, Instagram vorbeigucken oder reingucken. Da würde ich es nämlich ankündigen, wenn ich streame, aber auch halt tatsächlich erst, wenn ich heimkomme, also so gegen 8 die Info und dann gleich streamen. Aber nur, tja, ich weiß halt nicht, wie ich heimkomme, aber ich hätte schon mal wieder Bock, ein bisschen zu streamen. Tag Team. Und darum kann durchaus passieren, und wenn es gut aussieht in der RTG, wenn wir jetzt so auf so total verlorenen Posten sind, wo es einfach nicht mehr lohnt zu spielen, dann okay. Wenn wir schon alles durch hätten, was jetzt wahrscheinlich nicht wahrscheinlich ist, jo, dann wäre es natürlich auch nur ein bisschen unsinnig. Aber ich bin eh gespannt, wie weit wir kommen. Ich denke nicht, dass wir die WrestleMania-Karte holen können. Besonders seltene Tempo-Boost. Haben wir es denn uns überhaupt angeguckt, was es gibt? Okay, Big Show, den sollten wir heute noch schaffen, wenn die Leute spielen. Aber gut, ich kann jetzt nicht meckern, weil ich hänge ja, habe ja auch letztes Mal gar nicht gespielt bei der PCC. Ja, Jack Swagger, Miss Artus, Booker T, Sheamus, Edge. Hier gibt's einen Stardust. Ich dachte eigentlich, dass ich den einmal hab, aber hab ich nicht. Und hier Christian. 780 Punkte ist halt echt heftig, weil halt da hinten auch die Gegner schon echt heftig werden. Also darum. Darum gucken wir mal. Team Bad People. Puh, warten auf Netzwerk. Erstmal hier bei zwei Werten darf auf jeden Fall erstmal der eigene dran, dass er ein bisschen trainiert wird. Passt zwar, aua, nicht zusammen, aber wir gucken, dass wir schnell durchkommen. Und hier muss man ein bisschen schneller klicken, dass wir hier die Kämpfe noch gut durchbekommen. Das ist auch meine. Und hier Sting. Page war noch gar nicht dran. Eieiei. Da ist nochmal ein Andre. Ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Jo. Mit unterschiedlichen Bildern. Ist ja noch nicht trainiert. Ne, ist noch nicht trainiert. Wird wahrscheinlich aufgehoben für die nächste, wie heißt's, na, jetzt gucken wir es mal hier. Einzelkraft. Für die nächste, nicht Road to Glory, sondern King of the Ring. Dass er da punkten kann. Auch hier wird wahrscheinlich nur trainiert, die Alicia Fox. Bin auch mal gespannt. Am Wochenende ist ja wieder RTG. Ich meine,
Die Eventkarte lohnt sich ja für mich nicht zu holen. Ich bin gespannt, wie ich da spielen kann. Auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. So. Nochmal Bad People, gegen die habe ich doch gerade gespielt. Ah, jetzt spielen wir. Jetzt haben wir schon 50 Punkte, aber es könnte auch sein, dass einer mit Titelkämpfen spielt. Könnten wir auch mal einziehen. Wobei eigentlich lieber ziehe ich was Richtiges. So. Tup. Machen wir hier. Shawn Michaels. Mein AJ Styles will ich wieder nehmen, wenn zwei Werte da sind, dass wir ihn einfach schnell hochtrainiert kriegen. Egal welche zwei Werte. Das sind die ersten Spiele, die er macht. Da hat ja mein Team in der letzten. Ah, guck. In der letzten RTG. In der letzten Team-RTG gut für mich mitgekämpft. Das war gar keine. Das war ein letztes Event. Team RD war das, genau. Und da war ich ja busy faul. Hier trainiert jemand seinen Heath Slater. Ja, dafür sind natürlich anfänglich die Team RD und die Ring Domination echt, echt geil, um seine Karten zu trainieren. Dadurch, dass jeder ja so viel Spiele macht, geht das so schnell, die Karten zu trainieren. Das ist echt heftig. Darum kann ich jedem empfehlen, am Anfang alles reinpacken zum Trainieren. Außer meine Patch, die hat jetzt so keinen Bock mal zu kämpfen. In den Ring gehen, denkt die sich. Nö, da habe ich keine Lust, da mache ich nicht mit. Tag Team. Pardon, ich muss mal kurz hier gucken. Da ist er doch. Schau dir es an. Och, guck dir die Werte an. Echt krass. Schade, dass ich jetzt kein Tag Team, also kein Pfeil, gelber Pfeil unten habe, dass er sich da nochmal aufpumpt. Das würde ich gerne mal sehen. Okay, kommt auch kein Tag Team ran. Die Roman Reigns Karte sehr schick. Aber hier meine Page. Da, die ist auch sehr nice. So, komm. 65 Punkte. Komm, gib mir jetzt mal einen Titelkampf. Oder auch nicht. Ah, letzter Kampf. Und warten aufs Netzwerk. Kalistos Team. Awesome Kalisto. Na, gucken wir mal. Na komm, komm, komm. Der nächste Kampf war ja in 3 Minuten oder sowas. Den nehmen wir einfach noch mit. Trödeln wir hier noch ein bisschen. Diva, Niki, die könnte ich, wenn ich. Ich muss meinen Niki auch noch trainieren, weil ich ja irgendwann mal hoffe, sie nochmal zu ziehen. Wäre auf jeden Fall schick für mein Diven-Tag-Team. Sorry, Leute. Guck mal. Schau dir es an. Einer hat Lita. Können wir gleich mal gucken, wer. GZ dazu. Tag Team Charisma, hier können wir mal Tag Team machen. Auch wenn unnötig, aber sie passen zusammen, da fühlen sie sich wohl, da läuft's. Und mein AJ Styles leider nur mit einem Wert. Da ist wieder der Untrainierte. Ah, Mist, da wär's. Gut, bei dem ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde gern den anderen mal sehen. Aber der hätte zusammengepasst mit meinem. Mark Henry. Cool wäre, wenn ich bei der nächsten Runde wirklich Mark Henry und den Entry bekommen könnte. In einer Runde, dass ich einfach mal sehe, wie der aufgepumpt dann abgeht. Also momentan ist halt am Anfang, ist halt einfach nur durchgeklicke und dann hoffen, dass wir was ziehen.
ankommen, warten aufs Netzwerk. Aber mittlerweile haben sie ja ganz gut im Griff, dass es nicht so lange dauert. Das hier findet jetzt schon mal fast lange. Erste Viertelstunde ist rum. Aha. Hält sich doch noch im Rahmen, wenn man es lobt. Die Hälfte von der gewöhnlichen haben wir schon. Mal gucken, ob. Da ist er noch mal. Nix gezogen. Zwar passt auch perfekt. Fatalitz D plus N plus Fort. Schicke Beschreibung. Na, hopp, 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 hopp. So, Tag Team ist total egal. Wir sind nämlich noch knapp vorne, so 200 gegen 6200. Tag Team, der Heath Slater, von wem er auch ist, wird trainiert mit zwei Werten, das ist doch gut. Ja, war ja klar, Diven Tag Team auch da zwei Werte trainiert. Lita wird mit meiner Page zusammenpassen. Das wäre doch nett. Oh mein. AJ Styles kriegt auch zwei Werte ab. Auch nice. Und jo. So langsam geht's dem Ende zu. Oh, es passt. Nice. So, dann pump dich mal auf, Andre. 7295 bei Kraft. Meine Fresse. Was für Werte. Sehr geil. Jo. Da traue ich noch ein bisschen, dass ich ihn nicht habe, aber gut. Selbst dran schuld. Darum habe ich jetzt nichts zu meckern. Irgendwann wird es auch für mich ein Event Pro geben. Jetzt nicht die nächsten ein, zwei Events, mit Sicherheit nicht. Aber irgendwann krieg auch ich einen. Da habe ich dann mal Zeit, Urlaub oder sonst was, dass ich da gut durchziehen kann. Und jetzt, ja, da ich Donnerstag, Freitag wieder nahezu gar nicht spielen kann, wäre ich wahrscheinlich froh, wenn ich mir in der RTG dann die Survivor-Karte holen kann. Vielleicht kann ich an die WrestleMania denken, aber das gucken wir am Wochenende. Und dann war es das hier auch schon. Nichts gezogen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und gucken mal, wie weit wir kommen. Team Chat, da ist eine Info. Hallö, hi ho. Und Team Punkteübersicht. Juhu, erster. Der Gute ist angezeigt. Ich mache einen Screenshot. Ich meine, die anderen legen nachher noch los. Und ich habe schon mal ein paar Pünktchen gemacht. Ich gucke, dass ich noch ein paar mehr machen kann. Wir sehen uns vielleicht morgen zum Stream. Merkt es euch schon mal vor, oder? Am Dienstagabend zum Stream. Merkt es euch schon mal vor. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute.